Hallo und willkommen zu einem neuen Video. Nachdem ich neben WoW Classic ein riesiger Diablo-Fan bin, möchte ich das Spiel ein wenig auf meinem YouTube-Kanal mitcovern und ja, heute ist es endlich passiert. Diablo 4 wurde gerade eben auf der BlizzCon 2019 angekündigt. Ich möchte euch mal alle bis jetzt bekannten Informationen zusammenfassen. Es werden auf jeden Fall noch mehr Videos folgen, sobald es weitere Informationen gibt. Bleibt also auf jeden Fall dran. Hier mal meine 5 Dinge oder beziehungsweise 5 Fakten, die bis jetzt schon bekannt sind. In Diablo 4 sind bis zum jetzigen Stand 3 Klassen bekannt, welche wir alle schon aus Diablo 2 und dessen Add-on Lord of Destruction kennen. Es beginnt bei der Zauberin, welche neben guten Single-Target-Damage auch so einiges an Flächenzauber rausknallt, zumindest sieht das im Gameplay-Trailer so aus. Der Barbar, ebenfalls ein Klassiker aus dem Diablo-Universum, der mit seinen bekannten Sprungattacken und Nahkampfangriffen seine Gegner das Fürchten lehrt, sowie dem Druiden, bei welchem die typischen Verwandlungen in den Bären und dementsprechende Prankenhiebe zur Tagesordnung gehören. Von einer Werwolf-Gestalt war auch die Rede. Mehr Klassen wurden bis zum jetzigen Punkt noch nicht angekündigt. Weitere Details findet ihr dann aber natürlich in einem kommenden Video von mir. Die Spielwelt soll laut den Entwicklern wieder düster und dunkel werden und somit zu ihren Wurzeln zurückkehren. Zudem soll die Welt, und jetzt aufpassen, komplett offen sein. Es scheint zudem so, als würde man mit dieser interagieren können. Im Hintergrund seht ihr zum Beispiel einen Barbaren, der einer Zauberin folgt und ja, ihr den Schädel runterschlägt, wo wir auch gleich beim nächsten Punkt sind. Es soll endlich PvP-Schlachten geben. Das, was in Diablo 3 noch angekündigt und dann doch wieder gecancelt wurde, wird nun endlich wahr. Es wird also definitiv Player vs. Player geben, allzu viel ist darüber aber noch nicht bekannt. Es wird, wie auch im Hintergrund zu sehen, Reittiere bzw. Mounts geben, die ihr personalisieren könnt. Das bedeutet die Optik und das Aussehen anpassen. Inwieweit das allerdings möglich ist, ist zum jetzigen Zeitpunkt noch nicht bekannt. Der neue Teil der Serie spielt 4 Jahre nach Diablo 3 und als Bösewicht, wie es damals der Namensgeber Diablo war, ist hier Lilith, die Tochter von Mephisto, welche zudem schon einen kurzen Auftritt in Diablo 2 hatte, wo sie im Pandemonium-Event als Encounter diente. Im ersten Trailer, welcher auf der BlizzCon zu sehen war, tauchte diese in Form einer, ich nenn's mal, blutigen Beschwörung auf. Den kompletten Trailer findet ihr natürlich unten in der Videobeschreibung. Die Story spielt wie üblich in Sanctuario. Das Spiel ist, wie ihr auch gerade eben schon gesehen habt, wieder ein klassisches Action-RPG, welches aus der Vogelperspektive gespielt wird. Voraussichtlich sind wieder Partys mit bis zu 4 Spielern möglich. Außerdem hat Blizzard bestätigt, dass es Talent- und Fertigkeitsbäume sowie die altbekannten Runenmechaniken sowie die legendären Item-Sets geben wird. Diablo 4 erscheint zudem auf PC, PS4 sowie der Xbox One und befindet sich laut den Entwicklern schon seit längerer Zeit in Entwicklung. Infos zur Monetarisierung sind bis jetzt allerdings noch nicht bekannt. Falls ihr außerdem keine Infos zu Diablo 4 verpassen wollt, freue ich mich natürlich über einen Daumen sowie ein Abo. Bis zum nächsten Mal und immer genügend Mana-Tränke mitnehmen, man weiß ja nie.